Hallo und herzlich willkommen in den Ammergauer Alpen und herzlich willkommen bei Mount to Guide auf dem Weg zum Stierkopf und dem hinteren Hörnle. Ich denke, der Gipfel Hörnle bzw. vorderes, mittleres und hinteres Hörnle ist den meisten ein Begriff, die schon mal in den Ammergauer Alpen waren. Das ist eins der beliebtesten Panoramagipfel überhaupt in dieser Gegend. Aufgrund der wunderschönen, etwas abseits stehenden Lage, der Einfachheit, in der man diesen Berg begehen kann. Es gibt bereits ein Video mit der Aufstiegsvariante von Bad Kohlgrub aus. Das ist ein Forstwegaufstieg über den Wald. Hier jetzt für euch eine weitere Variante, startend von Kappel, das ist eine Kirche oder... Von dort aus folgt man dem Teerweg, bis dieser in einen Forstweg mündet und der Forstweg sich dann an einem Gatter in einen Pfad verwandelt. Dieser Pfad wird dann sehr steil und führt bergauf bis zu einem Waldstück. Das ist schon so der erste Abschnitt, den ihr jetzt schon mal wissen solltet. Was muss man hier beachten? Es gibt an sich keine Schwierigkeit. Was man beachten muss, das ist der sonnenseitige Anstieg. Hat natürlich den Vorteil, dass man auch sehr früh und noch sehr spät im Jahr diese Variante gehen kann. Aber im Vergleich zu den anderen Anstiegsvarianten ist das hier auch die steilste und für viele damit aber auch die schnellste Variante. Hier seht ihr das Gatter. Achtung, freilaufendes Weidevieh, wer Hunde hat. Wenn man jetzt das erste kleine Waldstück erreicht, dann umrundet man dieses rechts rum. Ich bin durchgegangen, weil ich tatsächlich den Schatten genutzt habe, aber das ist kein wirklicher Pfad. Lasst euch da von den Viehpfaden nicht beirren. Geht rechts um das Wäldchen rum, das ist der richtige Weg. Steigt weiter auf und ihr werdet sehen, dass nach einer kurzen, etwas ebeneren Wiese der Forstweg wieder beginnt. Der führt euch jetzt direkt zum Wildeck. Das ist ein kleiner Vorgipfel, der hat kein Kreuz. Kennt wahrscheinlich nahezu niemand, ist wohl eher ein kleiner Geheimtipp. Die Aussicht ist aber ähnlich wie oben, noch ein bisschen von Bäumen verdeckt, das ändert sich dann weiter oben. Wir umrunden diesen, überqueren ihn quasi und folgen dem Pfad immer weiter etwas weniger steil bergauf, bis wir dann unsere erste Alm erreichen und ab da hat man quasi den größten Teil der Höhe zurückgelegt, denn die restlichen Ziele, ob man sie machen möchte oder nicht, liegen jetzt vor einem und man kann sie sehen. Ihr seht jetzt hier die Hörnlealm, rechts daneben ist direkt das mittlere Hörnle, dahinter wäre jetzt das vordere Hörnle. Ich wollte aber direkt zum hinteren Hörnle, das ist quasi das höchste Ziel dieser Tour, mit der Abstiegsvariante über den Stierkopf, den man von hier aus schon sehen kann. Der ist nur 10 Minuten, wenn man das Hörnle überschreitet, dann ist dieser nur 10 Minuten entfernt. Und wenn wir den Stierkopf passiert haben und da vielleicht nochmal kurz die etwas ruhigere Lage genossen haben, weil das hintere Hörnle ist schon sehr gut begangen. Ich hatte bloß Glück, ich war unter der Woche noch relativ spät am Abend da oben, weil ich wohne da ja in der Gegend. Da kann man das dann mal noch schnell machen. Hier gehen wir jetzt auch schon weiter zum Stierkopf. Und ihr habt auf dem Schild jetzt vielleicht schon gelesen, Schatzloch und drei Marken. Das sind interessante Punkte, denn, wie gesagt, wir übersteigen den Stierkopf und folgen dann dem Wiesenpfad wieder Richtung Wald. Das ist dann nach 10 Minuten spätestens hat man den Wald erreicht. Folgen dem Schild Richtung Schatzloch und kommen dann im Waldsteig an eine Abzweigung. Ich empfehle euch, macht diesen kurzen Abstecher zum Schatzloch. Es ist wirklich hochinteressant. Ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern. Es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Schaut sie euch an. Wer es nicht tut, orientiert sich einfach weiter den Waldsteig bergab. Der führt euch dann zu dem Wegpunkt die drei Marken. Warum genau die so heißen, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Über Kommentare darüber würde ich mich sehr freuen. Hier seht ihr die Abzweigung, die ich gerade gemeint habe. Das sind bloß ein paar Minuten zum Schatzloch, keine Sorge. Ab dem Wegpunkt die drei Marken gibt es jetzt zwei, drei verschiedene Varianten, die man gehen kann.
benutzt am besten eine Karte bzw. eine App, die euch sagen kann, wo ihr lang gehen könnt. Es gibt 2-3 verschiedene Forstwege, die da immer wieder mal abzweigen, die man nehmen kann. Ich habe die Rechtsvariante gewählt, bin dann am Ende an dieser Kreuzung hier gelandet. Die entweder kann man hier jetzt dem Forstweg weiter folgen oder man geht direkt dem Schild Richtung Kappel folgen, weiter dem Waldsteig und landet dann nach einem gemütlichen Harz bergab irgendwann wieder auf einem Forstweg entlang des Flusses und dem folgt man dann quasi fast bis zum Ziel, aber nur fast. Ihr seht schon, jetzt sind wir auch schon wieder im Tal. Heißt aber noch nicht, dass wir am Ende sind, denn hier geht eine Abzweigung ab. Wir folgen natürlich immer Richtung Kappel, weil das ist der Parkplatz und erreichen noch einen Gipfel mit dem Namen Kappelbichl. Das Ding ist nur ein kleiner Aussichtspunkt mit einem Schild. Nichts zu bedeuten, aber es ist ein offizieller Gipfel tatsächlich. Ihr seht auch, Summit Lynx hat einen Punkt. Das bedeutet, zusammengefasst kann man da glaube ich 5 oder 6 Gipfel auf einmal machen. Ab hier ist die Reise dann auch zu Ende. Wir landen dann wieder bei der Kirche. Der Parkplatz ist übrigens gebührenpflichtig, wollte ich nur nochmal anmerken. Ansonsten eine wunderschöne Tour mit Einkehrmöglichkeiten. Achtet darauf, dass da oben sehr viel los ist. Ist ein sehr beliebter Gipfel. Ansonsten macht ihn, geht ihn. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und nicht vergessen, nur mit Mountain Guide erreist ein Gipfel gescheit.